So Leute, wir machen weiter mit der nächsten Folge. Wir werden jetzt erstmal die Leute hier befördern. Wir müssen aufpassen auf unser Ansehen. So viel haben wir da jetzt auch nicht. Ganz wichtig hier die Dinger. Müssen mal kurz gucken. Zerstörung. Anzahl direkter Schadenspunkte, die du an der gegnerischen Rüstung bewirken kannst. Bam. Jo. Machen wir. Dann haben wir ihn hier, Mogrie, Schildmeister. Oh, die Fähigkeit wird verbessert. Oh, schon 10. Eieiei. Dann hat er hier jetzt noch die zweite Stufe schon. Rüstungsschaden bei einem benachbarten Gegner, bevor er sich hinkauert und seine passive Vergeltung einsetzt. Noch mehr Rüstungsschaden zurückzugeben. Okay, müssen wir unbedingt mal versuchen. Wir haben jetzt hier noch 2 Punkte, das ist voll. Dann machen wir das jetzt hier voll und geben ihm mehr Schild. Glaube, Schild ist immer noch am besten, weil man dann weniger Schaden kriegt. Die halten halt länger aus. Hier ist Bersi. Und wir können noch Erik befördern. Machen wir hier auch wieder ganz klar die Dinge. Und hier mehr Schildschaden. Oh, hier ist Olle Irsa. Bogenschützin. So, also wie gesagt, viel haben wir nicht. Wir könnten ihn hier noch befördern. Wir 2 Punkte hier rein. Zack. So, ui, unser Ansehen ist nicht gerade sehr hoch. So, dann können wir jetzt mal noch hier mit den Leuten quatschen. Gucken, was sie zu sagen haben. Irsa, nicht wahr? Sie sieht dir erhobenen Hauptes entgegen und deutet mit den Daumen auf Ludins Zelt. Nein, ich bin deinetwegen hier. Ach, können wir reden? Irsa schüttelt lächelnd den Kopf, Augen halb geschlossen. Warum nicht? Das mache ich nicht. Diese paar Widerworte machen dir zweierlei klar. Sie hat eine schöne Obsidianstimme und dieses Unterfangen könnte die reinste Zeitverschwendung sein. Sie sieht dich erwartungsvoll an. Du redest nicht? Das war mir ein Vergnügen. Nein. Aber doch, jetzt gerade. Tue ich nicht. Es geht um die Flammenpfeile. Sie hebt eine Augenbraue. Ival und Feuer vertragen sich nicht. Du erntest nur ein Achselzucken. Wenn du sie einsetzen willst. Punkt, Punkt, Punkt. Sie zieht ein Pfeil und macht eine schnelle Handbewegung, die du nicht richtig mitkriegst. Plötzlich geht hinter dir ein Baum. Was? Im Baum? Ein Vogel in Flammen auf und fällt schwellend zu Boden. Das halbe Lager sieht zu. Sag mir nicht, dass ich das nicht tun soll. Du bist Ludins Leibwache. Nein, er ist meine. Ehe du was verwirrt sein kannst, fängt sie abrupt und laut an zu kichern. Dann sieht sie leicht beschämt rein. Aber du bist doch seine persönliche Wache. Ihr Ausdruck sagt jetzt natürlich. Wie bist du an jemanden wie Ludin geraten? Glück. Sie sieht dich erwartungsvoll an. Tja, es war mir ein Vergnügen. Legt den Kopf schief. Bis zum nächsten Mal. Hakon? Ich bin eine Hexe, also sieh dich vor. Du gehst ohne zu wissen, was du davon halten sollst. Lol. Abgefreakt, aber also nicht passiv, die Fähigkeit, die sie hat, ist wirklich gut mit diesem Feuer machen. Jetzt machen wir noch hier Bersi. Gucken, ob der gesprächiger ist. Hast du einen Augenblick Zeit? Als du dich Bersi näherst, lässt er das Buch sinken, in dem er gelesen hat. Eigentlich kommt er dir nicht wie eine Leseratte vor. Du bist Bersi. Du bist Hakon. Das hätten wir geklärt, wie? Ich hätte ein paar Fragen. Sag, was du zu sagen hast. Was macht ein Wal, der für Ludin arbeitet? Was macht ein Wal für einen anderen Wal? Welchen Unterschied macht das? Sieht aus, als wärst du jetzt zuständig. Also tu mir den Gefallen und lass nicht zu, dass Ludin stirbt. Er ist dir wichtig? Nein, das ist nur eine Redewendung. Wo hast du kämpfen gelernt? Genau wie du, beim Kämpfen. Du weißt, was ich meine. Ich habe mein Leben lang gut geschützte Kaufleute ausgeraubt, meinst du das? Ja, und jetzt nicht mehr? Ich habe schon viele Berufe gehabt. Kann ich dir trauen? Das war eine Fangfrage. Kommt drauf an, was du meinst. Wer wird dir im Zweifelsfalle helfen? Was, wenn ich auf mich selbst aufpasse und du schon irgendwie herausfindest?
versteht Luin das? Luin versteht nicht mal, dass die Hälfte seiner Armee nur hier ist, um ihn vor den Leuten zu beschützen, mit denen er redet. Du lachst über den unerwarteten Scherz, Percy grinst und ist zufrieden mit sich. Will dich nicht länger aufhalten. Wir sehen uns auf dem Schlachtfeld, o Oberhaupt der Wahl. Du könntest zu uns stoßen. Ich bin da, wo ich sein will. Vergesst nicht, was ich sagte, darüber auf Luin aufzupassen. Verstanden? Harschen Forderung nicht deine Drohung lag. Ui. So, wir haben allerdings, wir können uns nur ausruhen, aber unsere Moral ist hervorragend, also gehen wir weiter. Moral gefallen, ist immer noch hervorragend, alles gut. Während du mit den Kriegern marschierst, hörst du ein Gespräch mit an. Natürlich zerstampfe ich gerne Schlacken, jeder Wahl tut das, aber ich habe mich nicht eingeschrieben, um mir von Harkon fehlen zu lassen. Sagt einer, anscheinend entgeht ihm, dass du in Hörweite bist. Sterben will ich auch nicht für ihn. Den Wahl zum Kämpfen herausfordern. Ich habe das hier nicht mit bei. Das haben wir. Im Wahl zum Kampf herausfordern oder laut drohen? Und von wem nimmst du dann Befehle entgegen? Fragst du laut. Bogni ist tot. Wir können es gleich hier abmachen. Du hebst die Fäuste, er tut wieder bestrebt dasselbe. Er kämpft gar nicht über, aber du hast schon schlimmere erledigt. Du packst ihn bei den Hörnern, schwingst den kompletten Kerl durch die Luft und rammst ihn in den Boden. Wie heißt er? Fragst du seine Gefährten. Griss. Kümmert euch um Griss, trägst du ihn auf. Du hörst sie über sein Missgeschick lachen, während du davon gehst. Ha! Ansehen bekommen. Bam! Und hier ist ein kleines Dorf. Eine kleine Ansammlung von Zelten kommt in Sicht. Kaufleute, wie es aussieht. Du fragst, was sie hier machen. Wir hatten beim Götterstein das Lager aufgeschlagen, sagt der eine. Und Dengel ein Opfer gebracht, wie es der Brauch will. Sein Ausdruck verfinstert sich. Dann taucht Wüter aus dem Nichts auf. Einige von uns blieben dort. Sie dachten, der Götterstein schützt sie. Weiß der Kuckuck warum. Seitdem weichen wir den Wütern aus. Sichern, dass der Weg nach Strand frei ist. Okay. Ihr Strand ist frei. Tschüss. Sie bedanken sich überschwänglich, einer hält im Vor. Was? Wenn ihr bei Drücke vorbeigegangen, tut ihr mir einen Gefallen. Der Bruder meiner Frau ist dort geblieben. Er erkennt ihn an seiner Halskette mit dem Ring dran. Sagt ihm, dass wir sicher einen Strand und nichts bald drauf. Fort sind sie. Tschüss. Hohe Moral ist gefallen. Ist nur noch gut. Boah, wir haben ja für 1000 Tage Supplies. Und morgen einfach die Wüter wissen, dass wir kommen. Vermutlich haben sie uns in Wetrefell gesehen und uns dann aufgelauert. Gut, dass wir sie bemerkt haben, sonst hätte ich das ins Auge gehen können. Die Wüter beobachten euch und warten ab, was ihr unternehmt. Wann hast du zuletzt ein paar hundert befehligt, Harkon? Fragt Mogir. Denk nicht zu viel darüber nach, die Krieger können auf sich selbst aufpassen. Krieg. Wenn du mehr Feinden begegnest, als dein Trupp verkraften kann, bricht ein Krieg aus. Erteile deiner Armee entsprechende Befehle, aber sei darauf gefasst, dich auch selbst in Gefecht zu werfen. Ups.
Wenn du dir den Kampf einfacher machen willst, hast du mehr Verluste. Wenn du einen schwierigen Kampf auf dich nimmst, rettest du mehr Leben. Sollst du hoffnungslos in der Unterzahl sein, ist das vielleicht die beste Möglichkeit. Das Schlachtfeld ist voller Reihen von Wütern mit gezogenen Waffen. Ein Kampf scheint unausweichlich. Rasch überschlägst du offenbar nicht weniger als 515. Du verfügst über bla 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 bla. Eigentlich sind wir ja mehr. So, von hier aus kannst du sehen, wie die Gegner nervös Blicke tauschen. Sieht nach einer guten Blick aus, um Vorteile zu nutzen. Wir greifen an. Also hier, man kann jetzt fünf Sachen auswählen. Angriff ist immer gut, wenn man in der Überzahl ist. Formieren ist gut, wenn man ungefähr gleich stark ist. Zurückhalten ist eher gut, wenn man leicht im Rückstand ist von der Zahl her. Und komplett abhauen ist dann halt gut, wenn man völlig Unterzahl ist. Aber wir greifen an. Du überlegst, ob du deine zuverlässigen Verbündeten nimmst, den Angriff anführst und den Feind niederschlägst. Dadurch gerätst du mitten ins Gefecht, wo es am gefährlichsten ist, doch ein starker Anführer kann Leben retten. Auch in die Schlacht. So, den nächsten Angriff führen. Zack. So, wir sind zum Glück alle voll. Wir haben aber nichts mit irgendwie Items, leider. Aber jetzt müssen wir hier irgendwie so durchkommen. Okay. Ich müsste mal sie nur raushalten, so. Die sind zuletzt dran. So, er ist zuerst dran. Schicken wir die mal hier hin. Kann man sehen, wer hier als erstes dran ist. Ach, hier hinten einer. Oh, der Große. Okay, dann der. Wir machen mal ohne Dings erstmal. Oh, der kriegt auch Schaden, sehr schön. Oh, es sind aber richtig viele. Müssen uns mal hier ein bisschen sammeln. Okay, ein Schaden ist okay. Jetzt haben wir Ludin. Er kann den hier töten. Sehr schön. Für ihn müssen wir ein bisschen aufpassen. So, jetzt versuchen wir mal hier diese Hauptfähigkeit von ihr. Bin ich mal gespannt. Okay. Ist denn hier als nächstes dran? Der, okay. Machen wir den mal tot. Hat der dahinter auch Schaden bekommen? Sehr schön. Mach mal den seine Hauptfähigkeit. Dann kriegt er nämlich auch alles Schildschaden, sehr schön. Okay, das ist der Große dran. Okay, nee, das bringt nichts. Dann gehen wir hier hin.
Er ist dran. Ich soll jetzt erstmal den sein Schild runterkloppen. Okay, die kriegen zum Glück alle Schaden immer. Was hat er denn eigentlich für ein Aufspießen? Machen es einfach mal. Na, ist ja geil. Ei, 6 Schaden. Oh, 7 Schaden. Fucking hell, Junge. Okay, der stirbt jetzt eigentlich. Uiuiui. Oh, der macht nicht mehr so viel Schaden. Oh. Bringen wir uns in Sicherheit oder? Der ruft Verstärkung, der Typ. Zwölf. Ich habe echt Angst, dass der mich fertig macht. Da ist nur Wirbelwind. Okay. Ist als nächstes dran. Ach, hier hinten ist die Verstärkung gekommen. Fuck. Dann kommt er hier dran. Machen wir immer tot. Können wir auch befördern. Sehr schön. Eieiei. 10 Schläge. Okay, wir können ihn hier fertig machen. Eieiei. Eieiei. Okay, der ruft Einheiten, ist okay. Ah, fucking hell. Ich glaube, der Ludin wird sterben. Ja. Da werde ich nicht viel machen können. Ob das hilft. Oh, jetzt ist tatsächlich noch eine Einheit gekommen.
Der hat noch. Ah, okay, sehr schön. Der hat nur noch einen. Ich glaube, er kriegt auch was ab. Oh, ein Glück. Oh, wow, wow, wow. Alle kein. Komm, ich glaube, einer stirbt jetzt hier noch, ja. Idiot. Nur noch zwei. Das lief ja eher semi-gut. Nimmst du ja im Moment, um das Schlachtfeld zu gewinnen, und der Gegner wird weit zurückgedrängt. Ich habe zu viel verloren. Weil es ist zu. Zwei Verletzungen, okay. Aber wir haben keine Leute verloren, so gesehen, das ist gut. Von unserer Karawane. Aber unsere Leute sind halt. Ich kann ja mal Lager aufschlagen. Und jetzt mal ausruhen. Moral ist jetzt wieder hervorragend. Ich mach mal nochmal. Ich mach hier mal kurz in das Zelt. Okay, jetzt nur noch ein Tag. Sehr schön. Sie können wir mal befördern. Ihn kann man befördern. Oh, kostet 10. Oh, er ist hier voll. Sehr schön. Dann würde ich mal vorschlagen, wir machen, wie gesagt, erstmal das Schild voll. Weil es gibt ihn halt mehr Abwehr. Und dann müssen sie erst mal sein Schild klein kriegen, bevor sie ihn wirklich Schaden machen. Ich mache mal noch einen Tag. Wir haben ja genug Vorräte. So, dann können wir weitermachen. Die Moral ist auch hervorragend jetzt. Können wir mal ein bisschen. Und jetzt ist sie wieder gefallen. Das ist immer noch hervorragend, aber ja. Sehr schön. Alle meine Männer sind wieder fit. Müssen wir den nächsten Kampf mal gucken. Rüden hat Kundschafter ausgesandt, die schneller und wendiger sind als deine Wahl. Einer kehrt außer Atem zurück, als du eben die Hügelkappe passiert. Wüter in dieser Richtung hörst du ihn. Ludin unterrichten, etwa einen Tag von hier. Sie haben ein Dorf gefunden.
Fragst, was sie machen, den Ort zerlegen, sagt er. Es sind vielleicht 1000 oder mehr. Wissen die Götter, was sie suchen? Dies wird ein größerer Kampf als sonst. Lúthien ist ungewöhnlich still und wartet ab, was du sagst. Einige von ihnen rausziehen, um sie aufzuteilen. Wo hatte ich das hier gelesen? Moment. Näher herankommen und erst dann handeln. Abwarten und sehen, was sie tun. Set fire. Sie Hoffnung erringen, dieses gelingt ihnen. Einen halben Tag später stürmen die Wüter auf ihre. Sehr schön. Oh nein, Moral ist gefallen. Du verfügst ja. Wir haben immer noch mehr. Wir formieren mal einen Angriff. Ich glaube, die Folge wird ein bisschen länger. Es sei denn, wir machen hier jetzt schon mal einen kleinen Cut und machen dann mit dem Kampf hier weiter. Ich finde das immer noch gut. Oder nehmen wir Gunloof mit rein? Halten den Ludin zurück. Der hat schon einen getötet. Was bei ihm halt cool ist, er kann über zwei rüberhauen. Die ist eigentlich auch gut. Dürfen nur nicht wieder auseinandergefallen. Ich lasse mal so. Und dann gucken wir mal einfach, wie es läuft, obwohl eigentlich. Aber der stirbt so schnell. Der hat nur 7. 3 von 5. Mit ihm müssen wir einen töten. Gut, wir machen jetzt hier erstmal einen Cut. Gucken mal in der nächsten Episode weiter. Dann kommt wieder so ein ziemlich schwerer Kampf. Wir müssen irgendwie dafür sorgen, dass die nicht immer Verstärkung rufen können. Das war unser Schwachpunkt, glaube ich. So. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid auch wieder mit dabei. Und wenn euch irgendwas auffällt, Fragen, Anregungen, Tipps, Tricks, immer rein in den Kommentaren. Ich würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal dann. Tschüss, tschüss.